So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich besuche Gebirgsbasislager. Davon gibt es halt drei Stück auf der Map. Ich werde euch natürlich jetzt direkt zeigen, wo alle drei Stück sind. Das Ganze machen wir zusammen in Gruppenkeile, weil Gruppenkeile bester Modus, ihr wisst es. Weil im Solo-Modus könnte es schwer werden, obwohl eigentlich nicht. Kann auch sein, dass wir auch hier diesmal zwei Runden machen müssen, weil die halt doch ziemlich weit auseinander liegen und da ziemlich wenig Materialien sind. Aber müssen wir einfach mal gucken. Dann kurze Info an alle Neuen. Wir haben bei uns auf dem Kanal halt eine Skin-Verlosung derzeit am Laufen. Guck einfach mal in der Videobeschreibung nach oder oben rechts in der Infobox oder eben ganz am Ende vom Video, da schlage ich das Video auch nochmal vor. Also wenn du Lust hast, auf einen legendären Skin zu gewinnen, gerne mitmachen, kostet dich auch nichts. Und falls ich dir helfen kann, hier bei der Aufgabe, hier das ist schon mal Kacke, hier kann ich wieder rausgehen. Falls ich dir bei der Aufgabe helfen konnte, dann lass doch gerne ein Like da und ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht, weil so kannst du auch bei Custom Games mitmachen, bei anderen Verlosungen und je nachdem, was sonst noch so ansteht. So, warum bin ich hier rausgegangen? Wir müssen auf der Seite die Route haben, wo die Gebirge sind. Macht Sinn, weil wir suchen ja Gebirgsbasislager. Und die sind auf der rechten Seite unten alle. Also wir müssen halt wirklich im Schnee landen. Und diesmal waren wir wirklich komplett auf der anderen Seite. Und da brauche ich jetzt gar nicht versuchen, darüber zu kommen. Denn das dauert einfach zu lange, weil da wird die Zone uns definitiv auffressen. So, wir gucken jetzt einfach mal, ob die Route jetzt besser ist. Na komm schon, Ladebildschirm, gib Gas. Attacke, Attacke, Attacke. Okay. Na komm schon. Ja, die ist schon deutlich besser. Denn das erste Lager ist hier. Da. Das zweite Lager ist da. Und das dritte Lager ist da. Das ist halt da, wo die ganzen Zelte dann stehen. So, wir gehen direkt mal zum ersten. Und das ist, wie gesagt, direkt unter uns. Also wir müssen direkt raus. Lass mich raus. Wir sehen schon da unten. Genau da müssen wir hin. Ich hoffe mal, dass wir alle drei zusammen hinkriegen in einer Runde, aber ich denke, das müsste eigentlich klar gehen. Müssen halt ein bisschen beeilen. Ding, ding, ding. Ich meine, die ersten zwei sind ja ziemlich nah beieinander. Müssen halt einfach gucken, dass wir hier ein bisschen gut kriegen zum Bauen. Weil hier die zwei, da ist schon das andere. Hier ist das, also hier ist das erste, da ist das andere. So, gehen wir direkt mal runter. Erstmal hier ein bisschen alles klein hauen. Zack, wie ihr seht, erstes Lager gefunden. Schmeckt, würde ich sagen. Ja, da wollte ich jetzt gar nicht rein. Das war es dann nämlich wieder komplett. Aber man darf auch nicht vergessen, guckt mal auf die Uhr. Ja, bei euch ist eine ganz normale Zeit. Bei mir ist gerade 1:45 Uhr. Weil ich habe mir einfach wirklich vorgenommen, ist mir egal, wie lange der Kram dauert, ich will heute alle Aufgaben fertig haben. So, da würde ich sagen, können wir hier eigentlich schon. Herrn Sturm wäre nicht schlecht, wenn ich das doch wenigstens hätte. So, jetzt versuche ich hier irgendwie auf den Berg hochzukommen, damit ich mich von da nämlich direkt weiterbauen kann. So, das war wie gesagt das erste Lager. Dann haben wir hier auf der anderen Seite direkt das zweite Lager schon. Und dann das dritte Lager, das ist ein bisschen weiter weg. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Weil dafür müssen wir halt wie gesagt darüber. So, hier sind die Fähnchen. Ich schätze mal jetzt genau. Zack, zack, zack. Hier noch ein bisschen Blut mitholen. Na, er schadet nie. Da noch ein bisschen Loot. Ja. Das war's an der Stelle dann für die auch komplett. So, aber ist eigentlich kein Problem. Die Zone ist eigentlich genau passend. Also besser kann es für mich persönlich jetzt gerade nicht laufen. So, und ich glaube, da drüben sehen wir auch schon das Lager. Müsste das sein, ja. So, einmal schnell rüberbauen. Zack, höchster Punkt und Abfahrt. Gucken, wie weit ich mich hochbauen kann. Das war's. Kleider ziehen
und dann einfach den Berg da hochrennen. Und dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon hinter uns. Und der Achtballskin ist uns schon immer näher dann. Oh nein, ich sehe schon irgendeine Fahne. Da wird rumgeballert. Eieieiei. Ich hoffe halt jetzt nur, da oben ist gerade keiner. Ich muss nur durch die Fahne kommen. Die Fahne ist das Wichtigste. Alles andere ist danach egal. Na, ich glaube, das ist das Boot. Ja. Versucht er mit dem Boot da alles zu holen, oder wie? Lol, wo fährt er denn hin? Und zack, Aufgabe geschafft. Und wie gesagt, genauso könnt ihr es halt auch machen. Guckt halt, dass die Route soweit passt. Und dann könnt ihr das easy auch in einer Runde machen. Und wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, kostet euch ja nichts. Und ich denke mal, der Rest ist bekannt. So, wir gehen jetzt hier erstmal wieder ein bisschen auf Sniper-Suche, man kennt es. Aber ich glaube, von hier aus wird es ein bisschen schwer, was zu reißen. Erstmal ein bisschen hier zum Hochbauen wiederholen. Da, 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 da. Mal gucken, welcher Supporter hier noch dabei ist. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wer jetzt gerade noch dabei ist. Jetzt bei Minute 6. So. Ja, wie viel. Doll. Wie kann man Metz verschwinden? Genau so. Und noch zwei Teile. Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Und das war's. So, aber wir kommen, glaube ich, definitiv rüber zu Lazy Lake. Ah, nicht ganz. Wir müssen doch ein bisschen laufen. Aber vielleicht haben wir Glück und wir finden echt noch eine Sniper. Wäre natürlich nice. Er fährt da unten mit dem Boot spazieren. Man kennt ihn. Weil Sniper werden ja eigentlich. Ja, meistens hat man ja eine und den Rest lässt man liegen. Aber ich muss sagen, gell, ich bin jetzt hier im 15., 16. Video für heute. Ich habe noch immer kein Lama gesehen, gell? Das ist doch oberpeinlich, das gerade. Wieso ist sie denn nicht einfach umgefallen? Das war's ja wieder komplett. Aber wir kommen wieder. Ach, da hat sie sich erstmal geheilt. Muss ich jetzt dazu irgendwas sagen? Ein normaler Schuss und ein Headshot. Und sie lebt immer noch. Wie viel Heilung hat die sich denn gedrückt? Das hier wird zum Zweikampf. Ich habe die Schritte doch gerade gesehen. Oh nein, keine Lags, keine Lags. Ja, lag noch mehr. Sie oben oder was? Lol, jetzt schon Level 270, man kennt ihn. Ich habe hier gerade leichte Orientierungsprobleme. Wo ist die denn? Lol. Ist ja echt einer in die Falle reingelaufen? Ich glaub's ja nicht.
Boah, was ist das denn hier für eine Runde, ey? Das ist ja wohl ein Scherz. Also, ich glaube, es wird echt Zeit, dass ich langsam vielleicht wenigstens eine Viertelstunde ins Bettchen komme. Also langsam wird es grenzwertig. Ja, okay. Ich mache hier einfach mal Schluss. Erstmal danke für alle, die noch dabei waren. Denkt dran, Aufgabe easy geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.